Die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts begleitet uns nun schon eine ganze Weile während der Pandemie. Sie wird immer wieder mit neuen Funktionen aufgerüstet und ist auch immer wieder in der Kritik. In diesem Video möchte ich klären, ob sich für dich jetzt immer noch eine Installation der App lohnt und welche Vorteile und Nachteile diese App bietet. Los geht's nach dem Intro. Fangen wir mal mit dem Kapitel 1 der Risikoermittlung an. Ich vereinfache das Ganze jetzt ein bisschen, aber grob gesagt funktioniert das so, dass jedes Handy eine ID ausstrahlt über den Bluetooth Low Energy Standard und andere Handys fangen diese ID auf. So weiß jedes Handy, welche anderen Handys es in einer bestimmten Zeit eben gesehen hat, wie lange der Aufenthalt war. Man weiß jetzt nicht genau, ob man 3 oder 5 Meter auseinander gestanden hat oder ob eine Wand dazwischen war, aber man kann halt grob abschätzen, war jetzt diese Person lange mit einer anderen Person in einem Raum zusammen. Meldet sich nun einer der Handys oder eine der Personen als krank oder hat einen positiven PCR-Test, dann werden alle anderen Personen, die auch die App drauf hatten, darüber informiert, dass sie mit einem Infizierten zum Beispiel in einem Raum für eine längere Zeit waren. Klappern wir jetzt mal anhand dieser Funktionsweise die Vorteile von diesem Prinzip ab. Das Ganze ist anonym, das habt ihr ja schon gemerkt, wenn ihr die Corona-Warn-App installiert, werdet ihr nach keinerlei Daten gefragt. Es wird einfach nur diese Bluetooth Low Energy ID ausgestrahlt und keine persönlichen Daten von euch. Damit ist auch die Funktionsweise dezentral, denn die Überprüfung, ob ihr mit einer infizierten Person Kontakt hattet, die passiert nicht auf einem Server, sondern die passiert lokal bei euch auf dem Smartphone. Das Ganze basiert zudem auf Freiwilligkeit. Sowohl derjenige, der infiziert ist, kann sich entscheiden, ob er diese Infektion nun der App mitteilt oder nicht. Und derjenige, dem die Meldung angezeigt wird, dass er ein hohes Risiko hat, auch der kann sich entscheiden, ob er damit zum Arzt geht und sich überhaupt testen lässt. Wenn du dir also überlegst, die App zu installieren, dann kannst du immer noch entscheiden, wie du dich verhalten möchtest, wenn dir die App zum Beispiel ein hohes Risiko anzeigt oder wenn du einen positiven PCR-Test hast, dann bist du nicht gezwungen, nur weil du die App hast, das Ganze auch zu benutzen. Es wäre natürlich schön, denn dann werden andere eben informiert und können sich auch testen lassen. Ein weiterer Vorteil der App ist der geringe Einrichtungsaufwand. Da man sich ja nirgends anmelden muss, muss das Teil im Prinzip nur installiert werden und ein paar Berechtigungen müssen freigegeben. Dadurch, dass Bluetooth Low Energy benutzt wird, haben wir auch einen moderaten Akkuverbrauch. Den meisten Strom würde wohl das Empfangen verbrauchen, aber das passiert halt nicht so oft und dadurch ist der Verbrauch relativ gering bis überhaupt nicht spürbar. Das klingt jetzt alles ziemlich rosig und bisher habe ich auch noch nicht wirklich über die Nachteile gesprochen. Aber genau diese Freiwilligkeit ist wohl auch der größte Nachteil in der App. Das Gesundheitsamt hat über die App keine Möglichkeit, irgendwie personenbezogene Daten zu bekommen und kann auch so an der Nachverfolgung nicht aktiv teilnehmen. Und natürlich ist auch niemand gezwungen, eine Meldung über einen positiven PCR-Test zu erstatten und es muss auch niemand mit einer roten Warnung auf der App zum Arzt gehen. Das ist jetzt kein persönlicher Nachteil für jemanden, der die App gewissenhaft benutzt, ist aber vielleicht so gesamtgesellschaftlich gesehen ein Nachteil und verhindert vielleicht die ein oder andere Entdeckung einer Infektion. Ein weiterer Nachteil, wenn man so will, ist auch der Faktor, dass die App erst dann etwas nützt, wenn man quasi infiziert ist. Die App schützt also nicht vor einer Infektion. Und natürlich können an dem System auch nur Menschen teilnehmen, die ein Smartphone haben, das Bluetooth Low Energy unterstützt. Kommen wir damit aber zum zweiten Kapitel, nämlich zu den Zertifikaten. Als Vorteil fällt mir ein, der Import ist völlig simpel. Man muss einfach nur den QR-Code-Scanner der Corona-Warn-App nutzen und kann das Zertifikat vom Arzt oder der Apotheke einscannen. Und nicht nur das eigene kann eingescannt werden, sondern vielleicht auch das der ganzen Familie, so als Art Backup. Wenn man das mal vorzeigen muss, kann man gleich alle vorzeigen. Es ist auch keine zusätzliche App notwendig, man kann ja eine zusätzliche App installieren, um die Zertifikate zu speichern, ist aber nicht notwendig, die Corona-Warn-App ist da so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser. Das Prinzip mit diesen Zertifikaten hat auch den Vorteil, dass es keine zentrale Datenbank gibt, in der gespeichert ist, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Die Zertifikate können zudem von jedem mit der CovPass-Check-App auf Gültigkeit geprüft werden. Die CovPass-Check-App kann auch jeder installieren aus dem App Store seines Vertrauens.
Ja, was sind jetzt aber die Nachteile der Zertifikate? Es gibt viel Kritik, was das Ausstellen der Zertifikate angeht. Die ist auch zu großen Teilen berechtigt, betrifft mich persönlich aber, wenn ich ein gültiges Zertifikat habe, das ich dann auch legal bekommen habe, eigentlich eher weniger. Als Nachteil hat sich auch herausgestellt, dass einfach die CovPass-Check-App nicht verwendet wird in der Gastronomie zum Beispiel. Ich hatte selbst den Fall, dass ich bei einem Grenzübertritt von der Bundespolizei einfach nicht richtig geprüft wurde, sondern nur den QR-Code, den hingehalten habe. Auch hier sind wieder die Vorteile so ein bisschen mit den Nachteilen bedingt. Das Ganze hat halt den Vorteil, dass es dezentral ist. Das bedeutet aber auch, es muss immer vor Ort geprüft werden und das passiert leider nicht sehr oft. Kommen wir dann damit zu Kapitel 3. Zu den Veranstaltungen und dem Check-in. Und da gibt es quasi zwei Seiten. Es gibt ja einmal der die Veranstaltung veranstaltet, also der Veranstalter, und ich selbst vielleicht als Teilnehmer dieser Veranstaltung. Für mich als Teilnehmer ist der Check-in halt total simpel. Ich muss nur den QR-Code scannen, kann eine Zeit auswählen, wie lange ich mich hier aufhalte und werde danach wieder automatisch ausgecheckt. Auch hier wieder der große Vorteil, es gibt keine zentrale Datenspeicherung und ich muss keine personenbezogenen Daten hinterlegen, so wie es zum Beispiel bei der Luca-App der Fall wäre. Zudem werden mittlerweile Luca-App-Codes teilweise unterstützt, konnte ich schon testen. Ich hatte Luca-App-Codes, die funktioniert haben und welche, die nicht funktioniert haben. Ich würde aber alle Veranstalter dazu aufrufen, die QR-Codes der Luca-App nicht weiter zu verwenden und lieber die der Corona-Warn-App zu nutzen. Auch hier haben wir wieder das Prinzip der Freiwilligkeit. Das heißt, durch die fehlenden hinterlegten personenbezogenen Daten ist hier also jeder wieder selbst verantwortlich, ob er eine Infektion meldet oder wie er mit einer gemeldeten Infektion am Ende des Tages umgeht. Für die Veranstalter ist der Vorteil, dass diese QR-Codes für eine Veranstaltung ganz leicht erstellt werden können. Das kann auch einfach ein Treffen mit Freunden sein und da kann ich eben diesen QR-Code erstellen und alle können sich über das Smartphone oder über den QR-Code einchecken, beziehungsweise es gibt eine Druckansicht und man kann das Ganze natürlich auch ausdrucken. Das Funktionsprinzip entlastet auch die Gesundheitsämter, da diese Warnungen vollautomatisch verschickt werden, ohne dass das Gesundheitsamt eingreifen muss. Auch hier haben wir wieder die Vorteile der Datensparsamkeit und die Nachteile der Freiwilligkeit. Das sind aber alles keine Nachteile, die einen persönlich betreffen. Man hat ja selbst eben die Wahl, was man dann macht oder halt auch nicht macht. Was ist jetzt also das Fazit zur Corona-Warn-App? Für mich persönlich ist ganz klar, dass ich diese App installiere und auch benutze, denn ich gehe damit kein Risiko ein. Ich kann mich immer noch in dem Moment umentscheiden, wenn ich zum Beispiel eine rote Warnmeldung bekomme, ob ich mich testen lasse oder nicht. Ich bin da keinem Druck ausgesetzt. Da man ja jetzt bei den steigenden Inzidenzen vermehrt nachlesen kann, dass die Gesundheitsämter mehr oder weniger die Kontaktnachverfolgung aufgeben müssen, ist die Corona-Warn-App auf jeden Fall ein nützliches Werkzeug. Ich würde selbst für Kritiker und Skeptiker empfehlen, die App trotzdem zu installieren, da man ja überhaupt gar kein Risiko eingeht. Es werden keine personenbezogenen Daten herausgegeben und bei allen Interaktionen, die man macht, wird stets auf Freiwilligkeit gesetzt und man wird zu nichts gezwungen. Die Luca-App dürft ihr jetzt aber getrost deinstallieren. Dazu verlinke ich euch ein Video in der Infokarte, denn die hat tatsächlich mehr Nachteile als Vorteile und leider wurden da auch sehr viele Steuergelder zu Unrecht ausgegeben. An der Stelle danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuhören in diesem Video. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, was eure Erfahrungen mit den verschiedenen Warn-Apps waren. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und natürlich über ein Abo.